Hallo, ich bin Conny. Und ich bin Brigitte. Und wir zeigen euch heute, wie man dieses zauberhafte kleine Mobile basteln kann. Oder aber alternativ dazu Spielbälle für die Kleinsten in verschiedenen Größen machen kann. Das Ganze ist ganz einfach, hast du zumindest gesagt. Und du sagst mir jetzt einfach mal, was wir dafür brauchen. Wir brauchen dazu Wolle in verschiedenen Farben, ihr könnt auch Reste, wo ihr zu Hause habt, nehmen. Eine Stricknadel, Glöckchen, damit die schön klingeln auch, Füllwatte und eine Nähnadel am Schluss zum Vernähen. Gut, dann starten wir mal. Wir haben hier die Wolle, die Nadeln dazu. Wir zeigen euch jetzt Schritt für Schritt, wie ihr auch wirklich Maschen anschlägt, wie ihr die ersten Reihen strickt. Alles ganz anfängertauglich. Gut, los geht's. Also, dann, wie schlage ich Maschen an? Ich schmeiße das Wollknäuel. Genau. Hier rüber? Wirst es. Nimmst dir so ein Stück, wir brauchen 20 Maschen für den kleinen Spielball, wo wir jetzt machen wollen. Ja, so. Du kannst diesen Ball in drei Größen machen. Genau. Richtig? Okay. Klein, ja. Mittel, groß. Wir machen jetzt den kleinen. Mhm. Wir nehmen uns so ein Stück hier auf die rechte Seite. Mhm. Also, habe ich das richtig gemacht? Nein, das ist auf die linke Seite. So. Ja? Dann legen wir uns den Faden hier rein. Mhm. Wickeln den zweimal hier rum. Den hier rum. Und klemmen uns den am Schluss wieder rein. Ja, ach so, das kenne ich, ja. Das kenne ich. Dann gehen wir hier, hier und hier. Und so haben wir die erste Masche angeschlagen. Okay. Kann man das im Detail sehen? Gut. Nochmal. Und die zweite mache ich genauso. Nee, die zweite machen wir jetzt so, so, so. Ich gehe einfach hier rein und schlage mir so die Maschen an. Vier, okay. Bis wir 20 Maschen 20 haben? 20 Stück, genau. Und dann stricken wir links, rechts, kraus, wir stricken glatt. Nur kraus, rechts hier, okay. Das heißt nur rechte Maschen. Okay, perfekt. Los geht's. Sehr schön machst du das. So, wir haben hier die Wolle. Mhm. Die werfen wir nach links runter. Die werfen einfach. Ja. Nehmen uns so ein Stück, damit wir die Maschen anschlagen können. Ja. Legen uns den Faden hier rein. Mhm. Wickeln den zweimal hier rum. Gehen um den Daumen. Und klemmen ihn wieder beim kleinen Finger rein. Okay. Dann nehmen wir die Nadel, gehen hier rein, hier rum und hier einmal durch. Hier durch und dann haben wir schon die erste Masche angeschlagen. Ja, okay. Und wie viel? Ich muss jetzt 20 davon 20. Bei der zweiten, weil ich die kleine Größe mache. Wir machen die kleine Größe vom Ball. Bei der zweiten Masche geht man hier rein, schlägt uns hier runter und geht einfach hier so durch. Okay, das kriege ich hin. Und das machen wir dann, bis wir 20 Maschen angeschlagen haben. So. Ja. Der Faden bleibt einfach hängen. Mhm. Und den wollführenden Faden? Der bleibt unten auf dem Boden liegen. Ja. Wenn keine Katze im Haus ist, geht das wunderbar. Gut. Da beginnen wir die erste rechte Masche zu stricken. Wir gehen hier rein. Warte. So, vorne rein, ne? Vorne rein. Vorne unten rein. Holen uns den Faden und ziehen zurück. Und gehen wieder zurück. Okay. Das machen wir jetzt die ganzen Maschen, wo wir aufgenommen haben, durch. Unten rein, Faden holen und wieder zurück. Okay. Und am Ende einfach auch abstricken, die letzte Masche so? Einfach abstricken. Okay. Und wie viele Reihen muss ich so stricken? Bei den kleinen Bällen haben wir immer 8 Reihen gestrickt. Und dann machen wir unseren ersten Farbwechsel, wo wir euch dann auch gleich zeigen. Also ich habe das jetzt fertig gemacht. Was mache ich denn jetzt als nächstes? Mache ich jetzt den Farbwechsel oder? Ja, ne? Jetzt den Farbwechsel. Okay. Wie macht man den Farbwechsel? Neue Wolle. Den Anfang. Mhm. Den Rest wieder fallen lassen. Mhm. Dann halten wir das einfach hinten dran. Nehmen die alte Wolle und drehen die zwei so ineinander ein bisschen rum. Mhm. Damit dass sie so ein bisschen sich halten. Also das heißt, ich schneide den Faden nicht ab? Nein, wir schneiden nichts ab. Okay. Ach stimmt, wir wechseln ja auch wieder später. Okay. Dann haben wir die neue Farbe hier, halten die alte Farbe ein bisschen fest und beginnen einfach weiter zu stricken mit der neuen Farbe. Okay. Auch wieder rechte Maschen? Nur rechte Maschen bei diesem Spiel. Ach so, einfach ist das. Nur rechte Maschen. Und den alten Faden lasse ich daran hängen, weil ich den ja später, wenn ich nochmal mit Blau weiter stricke, in meinem Fall wieder brauchst und dann nicht so viele Fäden zu vernähen hast. Okay. Das Einzige, was ihr machen könnt, damit euch nichts aufgeht, wenn ihr so ein paar in der neuen Farbe gestrickt habt, verknotet ihr einfach die beiden Fäden
dann löst sich nichts auf, man verliert nichts. Stimmt, das habe ich auch und schon. Und gut ist alles. Und dann könnt ihr einfach weiter stricken. Und das stricke ich dann mit mehreren Farbwechseln. Das ist dann in der Anleitung, habe ich das ja beschrieben. In pro Größe, weil wir haben ja 3 unterschiedliche Ballgrößen. Genau. Und wenn ich dann fertig bin, muss ich nur noch was machen? Abketten, glaube ich, oder? Wenn ihr soweit seid, nur abketten und zusammennähen und füllen. Das machen, zeigen wir aber jetzt noch. Das zeigen wir alles. Okay. Ich kriege jetzt alle nicht durch. Erste Farbwechsel. So, ihr habt jetzt alles so weit gestrickt, wie ihr wolltet. Aber du hast jetzt schneller Farbwechsel gemacht. Ich habe jetzt nur vier Reihen jeweils gemacht. Wir machen ja bei den größeren Bällen 8 Reihen, bei den kleinen 4 Reihen. Ja, ist auch egal. Das kann man machen, wie man will. Wie es euch am besten gefällt. Gut. Ihr seht auch, ihr habt nicht viel Wolle hier hängen zum Vernähen im Schluss. Und jetzt gehen wir ans Abketten. Da strickt ihr einfach die erste Masche ganz normal ab. Die zweite genauso. Und dann heben wir uns die erstgestrickte über die zweitgestrickte drüber. Okay. Somit nur noch eine. Und dann nehmen wir die nächste wieder und ziehen wieder die letzte drüber. Genau, und das macht ihr bis zum Schluss. Nur nicht zu fest, weil sonst zieht es alles ein bisschen zusammen. Schön locker. Okay. Und dann müssen wir danach nur noch zusammennähen. Dann nehmen wir zusammen. Und füllen zwei Seiten und füllen mit Watte und Blöckchen. Alles, was ihr möchtet. Sehr gut. Also, wenn man das jetzt so gemacht hat, wie du gesagt hast, macht man für den kleinen Ball, der hat ca. einen Durchmesser von 5 bis 6 cm, macht man 8 Farbwechsel, A4 Reihen. Für den mittleren und den großen Ball, die sind so 8 bis 10 cm Durchmesser, machen wir dann 8 Reihen und dann wieder einen Farbwechsel. Also nur, dass ihr das wisst. Und jetzt muss ich ja eigentlich nur noch zusammennähen und befüllen. Genau. Wie nähe ich das zusammen? Du nimmst dir einfach den Fadenrest, wo hier hängen bleibt, schlägst das rein und beginnst einfach zusammenzunähen. Also ganz normal durch die Randmaschen durch? Durch die Maschen. Das sind keine Randmaschen, das ist ja die Abschluss- und Anschlagskante. Ach ja, du Experte. Dann nehmen wir einfach hier erstmal die Seite zusammen. Ja. Die längliche und dann oben eine Seite. Und dann eine Seite hier runter. Jetzt habe ich habe da mal was vorbereitet, das ja schon gemacht. Genau, so sieht es dann ein kleines Mützchen. Sieht nicht wirklich aus wie ein Ball, möchte man meinen, aber es wird tatsächlich einer, denn, das zeigen wir euch jetzt mal, genau. Den befüllt ihr einfach mit oder ohne Glöckchen, je nachdem, ich mache das jetzt in dem Fall mal ohne Glöckchen. Sieht immer noch nicht aus wie ein Ball. Das kommt noch. Mit Wolle. Mit Füllwatte. Füllwatte, Entschuldigung. Und näht es hier am Ende zusammen. Und dann wird das ein schöner, runder Ball. Und den könnt ihr dann, das näht man dann ganz am Ende nochmal zusammen hier oben. Ja. Und den könnt ihr dann wunderbar in der kleinen Größe als herrliches Mobile verwenden oder wenn ihr die 3 verschiedenen Größen macht, die wir in der Anleitung zeigen, als kleine Spielbälle. Alle Anleitungen und alle Angaben dazu hierzu findet ihr auf www.bellalotta.de. Wir wünschen euch jetzt erstmal viel Spaß beim Nachstricken und als nächstes zeigen wir euch, wie man Babysocken macht, richtig? Genau. Wie man Babysocken macht, also reinschalten.